Wir spielen Civilization 6. Wir haben die Gallier und wir haben alle paar Minuten, weil ich halt so begeisterungsfähig bin in strategischen Dingen, wir haben alle paar Minuten eine andere Strategie. Eben vor einer Stunde, vor zwei YouTube-Folgen, ich weiß gar nicht schon wann. Wann das war, da habe ich so rausgebrüllt, wir setzen auf Wegwerfstädte. Vor wenigen Minuten, eine Folge zuvor auf YouTube, beziehungsweise wenige Minuten zuvor auf Twitch, brülle ich jetzt raus, wir setzen auf Weltwunderspam. Ich wage keine Prognose, ich würde da keine Wette drauf abschließen, was in 30 Minuten meine Strategie ist, von der ich leidenschaftlich überzeugt sein werde, die ich als unseren neuen Plan herausbrülle. Ich weiß nur eines mit Sicherheit, ich werde total davon überzeugt sein und werde einen Teil von euch auch mitreißen können und den anderen Teil dazu bringen, dass er sagt, oh Gott, Bibi, was hast du mal wieder vor, unabhängig davon, was ich möchte. Das ist ja die große Kunst, Leute dazu zu bringen, dass sie nach Fehlern suchen in den Plänen von jemandem, unabhängig davon, was es für ein Plan ist, einfach weil sie Freude daran haben, zu sagen, das kann dir nur mal gut gehen, WB. Leute, wir machen Folgendes. Wir wollen Weltwunderbauplätze puzzeln. Dafür zapfe ich an. Die Schwarmintelligenz auf Twitch und auf YouTube und Marcel und Matsumanix. Hi, ihr zwei. Hallo. Hallo zusammen. Nachtschlafende Stunde auf Twitch. Liebe YouTube-Leute, das müssen die armen Twitch-Leute mit mir mitmachen. Nachts um 23 Uhr und 9 an einem Werktag sich hier irgendwie von mir so ein bisschen begeistern lassen, dass die Nacht zum Tage wird. Am nächsten Morgen werdet ihr es bitter bereuen. Ihr werdet über eurem ersten Frühstückskaffee sitzen und schlürfen und sagen, oh Gott, hätte ich bloß gestern Nacht nicht zu viel WB gehabt. Ich kann nicht mehr. Kann alles passieren, kann alles kommen. Überdosis WB tut nicht gut, sage ich jetzt schon mal. Wo könnten coole Plätze sein für Weltwunder? Wir beginnen mal in den Städten, die auch viele Produktionsgebiete haben, die viele Produktionspunkte haben und puzzeln mal. Wir wollen alles. Alles, was geht und je billiger, desto eher. Großes Bad, Schwemmlandgeländefeld. Das ist bei uns am schwierigsten. Wir haben nicht viel Schwemmland. Das gucken wir mal als erstes. Das wird echt ein Problem, Matze. Haben wir überhaupt Schwemmland und Fluss? Scheibenkleister. Wir haben gar nichts. Das ist so ein schönes, billiges Weltwunder. Ich sehe nichts. Kann man nach Schwemmland suchen? Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich glaube, das haben wir schon mal. Ja, das war in drei Kategorien. Ah, haben wir schon mal gemacht. Hatten festgestellt, es gibt riesen Problemchen. Ja, das ist alles nicht bei uns. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Kein großes Bad, das billigste Weltwunder überhaupt. Das im Topf ist. Deshalb ist es auch noch nicht gebaut worden, weil die anderen, das baut die KI gerne und früh, weil es auf dieser Karte mit diesem Zufallskartenskript einfach keinen Platz gibt. Das ist schon der erste Schlag ins Kontor. Wir setzen doch auf Wegwerfstätte. Nein, ganz ruhig bleiben. Das ist ein ganz schlechter Scherz. Also großes Bad können wir knicken. Was ist das nächstbillige? Mont Saint-Michel, Hagia Sophia. Flachland neben einem heiligen Städtebezirk, Hagia Sophia. Wir gehen einfach bei jeder Stadt da durch, wo uns überhaupt ein Ort angeboten wird. Das ist die Eremitage. An einem Fluss. Basilius und 33 Runden würde hier knapp klappen. Dann würden wir nichts anderes hier bauen. Das ist nichts anderes als nur die Eremitage für Poplige 4 Punkte oder 5. Steht Ausrichtung Naturgeschichte. Das müssten 4 Punkte sein, oder? Naturgeschichte wird freigeschaltet im Industriezeitalter. Und wir sind jetzt im Industriezeitalter. Es müsste also 4 Punkte geben und mit dem Taj Mahal, dem Extrapunkt, 5 Punkte, Matze. Vier Punkte oder drei? Ja, jetzt komme ich gerade ins Schwimmen. Es ist schon spät abends. Ich gucke mir das nochmal an, ob es 4 oder 3 Punkte dafür gibt.
Ich meine, es müsste 4 Punkte geben und dann mit Taj Mahal 5. Das ist mit Abstand teuerste. Ich würde sagen, wenn wir eins weglassen, lassen wir das weg. Und wir versuchen die 24er, die bis zu 24 zu nehmen. Das wäre hier die Basiliuskathedrale. Und die hat als Voraussetzung Tundra. Das ist so völlig unnütz für uns. Das ist so total komplett unnütz. Hilft bei Tundra-Geländefeldern. Was sollen wir damit? Ärger hoch 10. Vollkommen unnütz. Boah, ich kriege echt. Und die anderen, vielleicht brauchen wir ja doch weniger. Wir gehen mal alle Städte durch. Obwohl ausgerechnet da können wir ein anderes hier bauen, wenn wir irgendein Geländefeld dazu kaufen. Küste geht nicht. Regenwald geht nicht. Können wir Regenwald dazu holen in Bulix? Nein. Hagia Sophia hatten wir schon geguckt. Flachland neben einem heiligen Städtebezirk ist kein Flachland daneben. Hier ist ein. Das ist Flachland. Gehört er uns nicht? Jetzt geht's. Da könnten wir die Hagia Sophia bauen. Region zusätzlich verbreiten und 4 Glauben. Das könnten wir machen. Ich mache hier mal einen Pin für die Hagia Sophia, weil sonst können wir hier nichts machen. Nichts. Was braucht man hier? Schwemmland oder Sumpf? Sumpf hat man vielleicht woanders. Aber hier auch nicht. Ein Arsenal von Venedig. Ach Gott, wir können die meisten gar nicht bauen. Wir können viele in vielen Städten nicht bauen. Also das schreit hier nach Hagia Sophia. So, einmal Hagia Sophia. Ein Weltwunder steht. Achso, steht zumindest der Pin steht schon mal. Das ist der erste Schritt. Dann schauen wir, mehr ist ja gar nicht möglich. 18 Runden ist die Stadt geblockt für nichts und wieder nichts. Die nächste wäre Obulix. Eine Werkstatt läuft. Hier können viele entstehen. Verbotene Stadt. Neben dem Stadtzentrum. Das ist mir endlich mal ein cooles, ein Joker-Politikplatz. Haben wir das schon platziert? Anscheinend ja. Hier. Und warum bauen wir das nicht? Das ist ja spannend. Das heißt, wir bauen es nicht, weil wir gesehen haben, dass es jemand anders baut und gesagt haben, wir kriegen das eh nie fertig. Ja, da war was. Ich erinnere mich daran, dass wir es platziert haben und dann das abgebrochen haben. Und die bauen in Schneckentempo. Das heißt, wenn wir den großen Ingenieur hinbringen, kriegen wir das früher fertig. Und das ist echt ein cooles Weltwunder. Das könnten wir sofort fertig kriegen. Nur den Ingenieur hinbeamen und fertig machen. Einmal platzieren, einmal gucken. Erst weiter planen. Na, wo ist es denn? Wer sieht's als erster? Da. So. Und dann könnten wir noch ein zweites regulär bauen hier. Chichen Itza, zwei Kultur für alle Regenwaldfelder. Das wäre woanders spannend. Das wäre spannend in Oxford. Wenn Oxford das packt im Tempo oder in Appendix vielleicht noch. Oxford hat eine Produktion von 33, Chichen Itza 23 Runden. Eine Produktion und zwei Kultur mit Sägewerk drauf. Ja, gerne. Und das Regenwaldfeld, auf dem das steht, wird auch nicht zerstört, ne? Nach meiner Erinnerung. Aus meiner Sicht wird das zerstört, leider, das Regenwaldfeld. Oh, du klingst schon müde, Matze. Wenn du nicht durchhältst, ich bin da nicht sauer. Ich rede auch nicht schlecht über dich in Abwesenheit, nur böse. Na, alles gut, alles gut. Noch bin ich da und kann auch mitdenken. Immer dann, wenn ich sage, du bist doch sicher müde, wirst du wach. Ja, das ist quasi mein Weckruf. Chichen Itza. Oh Gott, wo ist denn Chichen Itza? Hallo Chichen Itza, bitte kommen. Chichen Itza, bitte kommen, da ist Chichen Itza.
Es ist jetzt nicht so viel Regenwald, aber man kann ja auch die Regenwaldfelder von anderen vielleicht klauen. Oder dazu kaufen, damit sich das lohnt. Oder Lugdunum einnehmen und abreißen. Das könnten wir machen. Und dann die Geländefelder von denen holen. Ernsthaft. Das könnten wir machen. Also wir machen mal einen Pin da oben. Jetzt haben wir drei platziert. Drei Weltwunder. Was ist sonst noch an Möglichkeiten da? Hagia Sophia ist interessant bei einem Heilige Städtebezirk. Wir gucken mal, wo eine Heilige Stätte ist. Da haben wir schon ein paar mehr. Da haben wir sogar sehr viele. Flachland neben Heiliger Stadt. Das Problem ist eher das Flachland. Hier müsste man eine Reisressource vernichten. Sumpf. Sumpf brauchte man für was anderes, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist nicht produktionsstark genug hier. Ah, demnächst in Manchester. Ach, das ist schon alles. So wenige heilige Städte haben wir. Eieieiei. Das Sumpffeld hier dafür kaputt machen, sehr ungerne. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Entsteht irgendwo eine heilige Stadt? Sollen wir noch eine bauen? Wir hatten doch irgendwo einen Ort gefunden für eine heilige Stadt. Das war hier. Aber daneben steht ein Campus. Das geht auch nicht. Können wir hier eine heilige Stadt bauen? In Globulix? Hier ein Campus sollte hier entstehen. Der ist eigentlich wichtiger. Das ist zu cool wegen der geothermischen Städte. Soll doch in Bullix. Wieso denn in Bullix? Bullix geht nicht. In Bullix ist kein... Ach doch, soll hier entstehen. Alles klar. Hammer. Dann, nächstes... Also, das hatten wir schon. Dann war der nächste Schritt. Mont-Saint-Michel. Auf Schwemmland oder Sumpf? Schwemmland finden wir nicht. Sumpf schon. Wir gucken mal. Apostel sind Märtyrer und ein zweiter... Mehr, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das ist echt nur, das sind so Wegwerfgeschichten. Das ist echt ganz doof. Kilwa Kisivani, das ist cool. Ah, das ist das Weltwunder, über das wir eben gesprochen hatten, das uns helfen würde. Muss auf Küste gebaut werden. Das hätte ich gerne. Kilwa Kisivani. Und hier entsteht der große Leuchtturm, hier der Koloss, hier. Das... Auf Küste, Nebenküste. Der Text ist falsch. Muss nicht auf Küste gebaut werden, sondern an Küste. Und dafür würden wir etwas kaputt machen. Das könnten wir zum Beispiel hinstellen auf dieses Geländefeld hier, das von der Überschwemmung bedroht ist, weil Wunder können, glaube ich, Mazumanix nicht überschwemmt werden. Ne? Ja, genau, die bleiben bestehen. Das könnten wir machen, hier hinstellen. Das müsste rechtzeitig fertig werden. Allerdings heißt auch wieder hier, wir bauen sonst nichts. Wir setzen alles komplett nur darauf. Ach komm, wir überlegen uns das mal. Also wenn, dann hier. Ich platziere es uns mal als Pin. Wo bist du? Wer sieht's vor mir? Da ist es. So, jetzt haben wir vier platziert, ne? Darf ich dir noch vielleicht zwei Wunder sagen, die wir gleich erforschen werden, die uns vielleicht auch sehr, sehr stark boosten können? Mhm. Das wäre einmal das Ruhrgebiet, was wir mit der Industrialisierung freischalten werden. Das wäre cool. Sehr teuer, aber super cool. Fluss neben einem Industriegebiet, neben einem Oppidum. Hast du schon eine Idee? Ich könnte mir das in Bullwerk vorstellen, weil wir da auch relativ viele Minen haben. Einen Fluss neben einem Industriegebiet.
Das geht nicht. Nee, doch, geht doch. Das ist das Oppidum. Das heißt, bei einem dieser beiden Minen, dann wird das Oppidum einen Produktionspunkt verlieren, aber es gibt Schlimmeres. Und wir haben hier Minen zuhauf, das spielen wir wieder ein. Ich setze den Pin mal hin. Das wäre zum Beispiel hier. Einmal den Pin hier hingesetzt. Da wird das entstehen. Ist sehr teuer, aber die Stadt ist auch sehr produktionsstark. Hat 42 Produktionen, Oppidum im Bau. Kann man machen. Könnte, sollte klappen. Das ist möglich. Und das Zweite, an das du gedacht hast? Das kommt mit einer der nächsten technologischen Forschung, die wir uns holen können. Das wäre das Parlamentsgebäude. Wir wollen ja auf einen Diplomatie-Sieg gehen. Und mit diesem schicken Wunder würden wir das Doppelte an diplomatischer Gunst von den Stadtstaaten bekommen. Wo finde ich das? Das ist die Sanitätsversorgung. Ah, das war weit weg. Aber es ist machbar. Das ging hier hin. Ja, das ist machbar. Ist aber auch teuer. Es müsste und es muss gebaut werden, einfach auf einem Fluss, also an einem Fluss ist gemeint. Genau. Jede Menge diplomatische Gunst. Also, das ist schon ein sehr teures. Was haben wir denn für eine Stadt, die an einem Fluss noch liegt und die sind hier schon ausgelastet? Mottnix hatte 26, London hat 43. Ja. Liegt nicht an einem Fluss, doch liegt an einem Fluss. Und das Weltwunder muss liegen an einem Fluss, nicht die Stadt. Egal wo. Das heißt, man könnte. Hier ist ja schon eins. Man könnte. Der Kahoka-Hügel muss weg. Ist hier. Erster, dritter Ring. 1, 2, 3. Ja, ich will hier nicht eins von diesen. Ich will eigentlich wieder diese. Wir könnten die Steine-Ressource hier entfernen. Liegt das hier an einem Fluss mit ganz viel Glück? Nein. Ist ein Fluss auf der anderen Seite. Wie ist es denn mit Globulix? Die haben da auch schon 34. Wenn wir hier noch ein paar Minen hinsetzen. Das ist nicht unwahrscheinlich. Das wäre denkbar. Das könnten wir machen. Globulix wird das, glaube ich, schaffen. Bald. Ich glaube, die kriegen das hin, Matze. Ja. Also, hierhin. Das Parlamentsgebäude. Ich kann nicht versprechen, dass es klappt. Wie viele Pins haben wir davon jetzt gesetzt? Ich guck mal in die Pin-Übersicht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weltwunder platziert. 6 Weltwunder. Dazu kommen die, die wir schon im Bau haben und die wir gar nicht platziert haben. Nämlich 1 und 2. Das heißt, wir hätten. Was hatte ich gesagt? 6, ne? Das heißt, wir hätten 8 in der Planung. Das würde reichen. Behaupte ich mal. In der neuen Stadt noch bauen, die vom Blumenkranzhäuser. Gute Idee. Vielleicht auch in Manchester selber. Und wir können ja auch gucken, was sonst noch reinkommt. Es kommt ja auch rein, Universität von Oxford zum Beispiel. Benötigt eine Uni und muss an einen Campus angrenzen. Grasland oder Ebene. Und ist wie teuer? Noch teurer, 1240. Wow. Das Ruhrgebiet? Auch 1240. Mann, 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 Mann. Puh, 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 puh.
Panama-Kanal brauchen wir nicht. Was bekommen wir hier noch? Irgendein billigeres hier. Bolschoi-Theater, was aber für unsere Zwecke echt zwei zufällige kostenlose Ausrichtungen wäre okay. 1240 Punkte, Mann. Heftig, heftig, heftig. Weitere Welttuner sehe ich hier nicht. Jetzt sind wir schon in denen, die werden noch teurer sein. Broadway ist immer super cool, bringt jede Menge Kultur, aber jetzt sind wir schon bei 1620. Also das könnte klappen. Billiger werden die nicht, je weiter wir gehen, das ist klar. So, ein Glas ist nichts. Heilige Stätte fertig. Nächster Schritt, Schrein. Da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Ja, man, das sind die billigen Wunder. Hagia Sophia haben wir eingezeichnet, Mont Saint-Michel noch nicht, aber es ist für unsere Zwecke totaler Quatsch, es zu bauen, aber es wäre möglich, eine Reisressource futsch. Bringt es ein bisschen Glauben? Nahrungsüberschuss ist hoch. Wäre möglich, aber ich frage mich langsam, Matze, was haben wir davon, ein goldenes Zeitalter zu bekommen, wenn wir in dem Zeitraum, wo wir das goldene Zeitalter haben, in der Hälfte unserer Städte, und zwar in der Hälfte, die produktivste ist, einfach ohne Kack bauen. Also Welthuner, von denen wir nur einen Teil überhaupt brauchen. Das fühlt sich so falsch an. Also dann kann man zwar immer weiter und weiter und weiter spielen, ohne die Städte zu verlieren, aber es wird gar nicht richtig umgesetzt. Okay, wir wollen den Diplomatie-Sieg haben. Da muss man nicht so viel tolle Sachen bauen. Da reicht es, ein paar Wettbewerbe zu schaffen und Geld zu schaffen. Wir müssen also nicht viele Einheiten bauen. Wir müssen nicht viele Technologien holen. Wir müssen nicht mit unseren Aposteln und Missionaren die Welt überschwemmen. Wir müssen einfach nur da durchkommen und irgendwie günstige Gelegenheiten abschnappen. Wettbewerbe und sowas und dann die Diplomatiepunkte bekommen. Insofern wird es zu der Siegvariante noch so halbwegs passen, ne? Dass man sich so durchschnocht durch die Geschichte, oder? Aber ich gebe dir recht, es fühlt sich tatsächlich komisch an, gerade für die Wunder, wo man sagt, naja, da sind die Boni jetzt nicht so spannend für uns. Mhm. Ja, sollen wir oder sollen wir nicht hier Mont Saint-Michel? Schaffen wir was? Ich guck mal, ob es jemand anders baut. Ich vermute niemand. Niemand ist so doof und baut es. Irgendjemand ist so doof. Oh, schon fast fertig. Kleopatra, ich habe nichts gesagt, Kleopatra. Bau weiter in aller Ruhe. Lass dich von mir nicht stören, Kleopatra, alles gut. Ich habe dich nicht beleidigt. Ich bin so erleichtert, dann müssen wir das nicht bauen, wenn es woanders schon fast fertig ist. Wir können 6 Gesandte schicken. Haben wir einen irgendwo etwas, was uns wirklich hilft beim Diplomatie-Sieg oder bei den Weltwundern? Hier kriegen wir mehr Wissenschaft. Nee. Stadtwachstum höher ist cool. Wir könnten, wie schon mal spekuliert, auf Mittler gehen, um Gorgo hier zu vertreiben. Und wenn wir Krieg mit ihr haben, ist sie dann futsch hier. Dann kann Mittler sogar mit uns kämpfen hier. Dann haben wir irgendwann ein Forschungslabor. Alternative Banken werden ja gebaut. Hier 2 reinschicken. Hier ist die Quest, bildet einen Ritter aus. Den haben wir auch so mal irgendwo gebaut. Sollen wir uns Mittler schnappen? 4 Gesandte rein, Matze. Ja, ich finde, Mittler können wir uns langsam mal holen und bekommen dann auch mehr diplomatische Gunst als Suzerän. Rekrutiert einen großen Wissenschaftler. Ich hole erstmal nur 6. Dann gucken wir uns den großen Wissenschaftler mal an. Ob wir den bekommen. Plus 14. Ja, den bekommen wir ja gratis. In Kürze ohnehin. Damit, das heißt, wir können entweder jetzt investieren oder sparen. Der käme regulär. Es wird noch ein bisschen was dauern. Wir müssen vielleicht auf den letzten Metern was kaufen. Es ist uns ein großer Wissenschaftler, der mich auch nur mäßig reizt. Komm, wir ziehen das mal durch hier. Dann bekommen wir auch Gunstpunkte und Allianzpunkte, ja? So, jetzt sind wir hier unten.
Achso, das ist der Apostel. Mit ihm wollten wir Richtung Gorgo ziehen. Ja. Mit ihm könnten wir hier nochmal roden für den Koloss. Wenn wir uns sicher sind, dass er hier wirklich Kisivani bauen. Wir roden einmal mit Magnus für den Koloss hier drauf. Und mit ihm, ich würde erstmal nochmal eine Runde aussetzen. Wir checken das gleich, wo wir ihn brauchen. So, jetzt sind wir hier unter Druck gesetzt von dem Armbrustschützen der freien Stadt. Ja, der geht gleich drauf. Und hier können wir auch noch einmal feuern. Den können wir nochmal schwächen. Wird er im Gegenzug getötet werden? Also ich habe den Verdacht... Wir müssen aufpassen. Das Feld sollten wir blocken, damit der Armbrustschütze weiter feuern kann. Noch eine Aktion. Wann kommt das Feld dazu? Demnächst. Eine Runde aussetzen. Ein Päuschen. Mit ihm gehen wir jetzt mal scouten. Oder mit ihm hier. Und es steht drin, ein Musketenpikenier. Da muss man schon ein bisschen nachhelfen. Also da können wir nicht einfach so... Da brauchen wir schon die etwas besseren Einheiten. Da könnten wir nachher auch mal überlegen, ob wir uns einen Musketier holen. Wir brauchen einen guten Platz, auf dem man ein Nickerchen machen kann. Einmal hier hin. So, jetzt laufen wir hier noch ein bisschen in der Weltgeschichte rum. Wir haben die archäologischen, die Altertumsstätten mittlerweile entdeckt, aber da verzichte ich mal drauf, mir die alle mit euch anzuschauen. Willkommener Regen, Dürre, mehr Wohnraum benötigt in Bullwerk. 30 Runden ist der nächste Bürger wieder. Produktionsfokus reingestellt. Hat sich was nicht so richtig verändert. Nahrungsüberschuss beträgt 7,4. Und wir gucken mal, ob diese drei hier unten auch benötigt werden von den Nachbarstädten. Ja, wird gemacht. Dann haben wir das Weltwunder fertiggestellt. 5 Zeitalterpunkte bekommen, also 4+1 für Taj Mahal. Eben hatten wir auch bei der Rechnung, wie viel Weltwunder brauchen wir, mit 4 Punkten pro Weltwunder kalkuliert. Und bei den ganzen 9, die wir jetzt bekommen, werden es 5 sein. Insofern müssen wir doch nicht so viele haben, wie wir brauchen. Das ist wegen Mittler. Eine Runde weiter. Also jetzt haben wir schon 11:30. Gott, jetzt haben wir schon 23.37 Uhr, Leute, ganz im Ernst. Irgendwann muss Schluss sein. Das heißt, wir machen jetzt noch eine Runde weiter. Ich nehme noch eine Aufnahmefolge mit euch auf. Ich habe einfach keine Lust aufzuhören. Aber das heißt, auf YouTube noch eine weitere Folge. Auf Twitch quäle ich euch noch ein paar Minuten weiter. Tut mir leid, müsst ihr alle durch oder ihr singt ohnmächtig neben eurem Empfangsgerät zusammen. Ist so, tut mir leid, muss so sein.